Salzburg 1995, das heißt 75 Jahre Salzburger Festspiele. Inmitten der Feierlichkeiten erinnerte in diesem Sommer das zweite Salzburger Zeitflussfestival an die ernsten Seiten der Geschichte. Thema dieses Jahres: Wie kann Kunst 50 Jahre nach Kriegsende existenzielle Bedrohung artikulieren? Wenn der Himmel Papier und alle Meere der Welt Tinte wären, könnte ich euch mein Leid und alles, was ich rings um mich sehe, nicht beschreiben. Das Lager befindet sich auf einer Lichtung. Vom frühen Morgen an treibt man uns in den Wald zur Arbeit. Meine Füße bluten, weil man mir die Schuhe weggenommen hat. Den ganzen Tag arbeiten wir, fast ohne zu essen, und nachts schlafen wir auf der Erde. Auch die Mäntel hat man uns weggenommen. Jede Nacht kommen betrunkene Soldaten und schlagen uns mit Holzstöcken. Und mein Körper ist schwarz von blutunterlaufenen Flecken, wie ein angekohltes Stück Holz. Bisweilen wirft man uns ein paar rohe Karotten oder eine Runkelrübe hin. Und es ist eine Schande, hier prügelt man sich, um ein Stückchen oder ein Blättchen zu erwischen. Vorgestern sind zwei Buben ausgebrochen, da hat man uns in eine Reihe gestellt und jeder Fünfte der Reihe wurde erschossen. Ich war nicht der Fünfte, aber ich weiß, dass ich nicht lebend von hier fortkomme. Il canto sospeso, so lautet der fesselnde Nono-Klassiker, der neben Wagen von Hans-Werner Henze und Bernd Alois Zimmermann im Zentrum des Festivals stand. Il canto sospeso, der Mensch an der Schwelle des Todes, ausgedrückt durch einen schwebenden Gesang von Angst und Hoffnung. Thomas Seehofer-Kien und Markus Hinterhäuser sind die Gründer des Zeitfluss-Festivals. Ich glaube, dass das ganz Wichtige an einem Festival wie Zeitfluss heutzutage ist, neue Musik einem ganz großen Publikum erlebbar zu machen und zu vermitteln. Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, neue Musik in sozusagen Spezialistenfestivals aufzuführen. Für Zeitfluss war es auch noch ganz entscheidend, neue Musik auch immer in einem gesellschaftspolitischen Kontext zu sehen und neue Musik auch immer zu konfrontieren mit anderen Kunstgattungen. Sei es jetzt Literatur, sei es Formen des Crossover, sei es Einbeziehung von Video oder auch bildender Kunst. Luigi Nono als wirklich einer der ganz exponierten Humanisten und politisch höchst engagierten Komponisten, ist natürlich jemand, der schon 93 im absoluten Mittelpunkt unserer ganzen Programmidee, Programmgestaltung stand und 1995, also im Sommer hier, wieder ganz zentral präsent ist. Also wir wollen keine retrospektive Veranstaltung machen, sondern wir wollen wirklich eine Reflexion darüber anstellen, was eine künstlerische Äußerung überhaupt bewirken kann im Sinne, wie sie seismografisch wirken kann, was für gesellschaftspolitische Ereignisse sie reflektieren und sie verarbeiten kann. Das Zeitflussfestival als das innovative Herzstück der Festspiele, Herr Mottier? Was nun Zeitfluss spezifisch betrifft, würde ich das nicht ein Festival in einem Festival nennen, sondern das ist wie folgt entstanden. Zeitfluss war eine Gruppierung in Salzburg, der sich vor allem die zeitgenössische Musik widmete und die, als wir eingetroffen sind, schon uns in Kenntnis gestellt haben, eine Programmgestaltung, die die machen wollten. Das Besondere an denen ist, dass sie wirklich Meister sind in Dramaturgie der Werke. Also es geht nicht so nur um Uraufführungen oder um zeitgenössische Musik, aber um die Musik in einen bestimmten Kontext zu stellen, wie dieses Jahr Gesänge über die Notwendigkeit des Überlebens. Für 97 planen wir gemeinsam ein Festival über Musik im Zusammenhang mit Ritual und Liturgien. Und wir fanden, dass diese Gruppe so kreativ war, dass wir mit denen zusammenarbeiten sollten. Zeitfluss also als innovativer Kontrapunkt zu den Festspielen. Die Salzburger Innovation fand ausreichend Interessenten, dies weit ab vom Zentrum Salzburgs in einer alten Salzfabrik auf der Perner Insel. Die Lesung des jüdischen Dichters Yitzhak Katzenelson, das Lied vom ausgerotteten jüdischen Volk in der Übersetzung von Wolf Biermann, ist ein weiterer Baustein eines zeitgenössischen Gesamtkunstwerks dieses Festivals.
15 Schauspieler verlesen hier die Gedichte des Kazinelson, der kurz vor seiner Ermordung in Auschwitz über die Schreckenserlebnisse aus dem KZ berichtet. Ein Aufschrei nach Leben und Gerechtigkeit. Wo geht die Reise hin? In was für ein Tod? Lass das Gebet. Für jeden, dem jetzt heiß ist, gibt es eine kühne Grube da. Ihr vollgefressenen Viehwaggons. So voll wart ihr und seid nun leer. Zehntausende, penibel abgezählt und ordentlich im Zug verblombt. Wohin habt ihr das Judenvolk verfrachtet? Vom Kampf am Sinai mit Amalek bis hin zu unserem ärgsten Feind, dem Deutschen. Oh, weiter Himmel, breite Erde, wo gewaltig Meer vernichtet all die Schlechten, nicht auf dieser Erde, dass sie machen, denn sie selber werden sich vernichten, alle und für immer da. Der Kazinelson hat ein ganz besonderes Leben gehabt und das hängt sehr nah mit diesem Gedicht zu. Er hat die Sache etwas düsterer gesehen, als es wirklich geworden ist, weil er war Mitte drin, er ist auch umgekommen in Auschwitz und seine Erfahrung war, dass sein Volk, das jüdische Volk, wirklich ganz vernichtet wurde, dass da nichts übrig bleibt. Das ist vielleicht sein Gedicht das Einzige, was übrig bleibt. Ach, und ihr Toten habt die Lebenden begleitet auf der letzten Fahrt. Als Antwort kommt von diesen Kisten nur, lass die Fragerei. Erzählt, ich weiß Bescheid von Anfang an. Trotzdem, ich frag. Ich sah die Bekanntmachung vom Judenrat gezeichnet. Klar, es war ein Muss, nur auf Befehl, ein Lieferschein. Wir liefern 6x1000 jeden Tag. Ich kenne den Anfang, aber ihr Waggons, verflucht, ihr kennt den Schluss. Vorgestern noch, da habt ihr nur 6000 Juden weggeschafft zum Sterben. Gestern aber 10, eine Runde 10. Und Gott bewahr, es darf kein Härchen fehlen, der Deutsche ist gewissenhaft. Was für eine Steigerung von 6 auf 10. Es ist eine sehr schöne Übersetzung, eine sehr schwere Sache. Ich habe mit Biermann kurz darüber gesprochen und er hat sein ganzes Leben in den letzten 2 Jahren dafür gegeben. Er hat nichts anderes gemacht und es hat ihn sehr verändert. Mit welchen Mitteln kann Kunst Bewusstsein verändern? Wie kann Kunst nicht nur äußere, sondern vor allem auch innere, existenzielle Bedrohung artikulieren? Die Komposition Désert von Edgar Varèse, visualisiert von Bill Viola, steht als Synonym für Assoziationen mit dem Unendlichen, aber auch für die existenzielle Einsamkeit des Menschen. Reflexionen unterschiedlichster Kunstgattungen auf innere und äußere Bedrohung. Wie reagiert das Publikum und die Künstler darauf? Ich glaube, man soll einfach nur hören, mit offenen Ohren hören. Ich glaube, dass eine gute Musik sich durch sich selbst vermittelt. Musik lebt nur, wenn sie gespielt wird und nicht, wenn man darüber spricht. Man hat viel zu viel gesprochen über die Probleme und die Schwierigkeiten mit der modernen Musik, wie man das hören soll und so. Man soll
nicht irgendwie seine Ohren verstellen für diese Musik, sondern man soll offene Ohren haben. Das hat auch Nono immer gesagt. Nono hat immer gesagt, man soll die Ohren öffnen, neue Räume hören. Das ist, unser Ohr kann viel mehr, als wir glauben. Ein berechtigtes Statement, das auch beim Publikum seine Zustimmung findet. Also ich setze mich hin und höre. Es ist sehr anstrengend, ja. Aber gut. Ja, man stellt fest, dass das breite Publikum meistens noch einen Bogen drum macht. Und ich glaube, dass es deswegen umso wichtiger ist, dass bei einer so repräsentativen Veranstaltung wie den Salzburger Festspielen ein solches Programm entwickelt wird und, wie man hier ja sehen kann, offensichtlich seinen Zuspruch findet. Großen Zuspruch und Erfolg könnte noch ein weiteres zeitgenössisches Werk ernten. Apokalypse Live, ein musiktheatralisches Medienereignis über die biblischen Offenbarungen des Evangelisten Johannes. Ein Werk von Andreas Ammer, FM Einheit und Ulrike Hage. Das Ende kommt nicht als Überraschung. Von der erhabenen Ruhe und Majestät der ersten Kapitel geht es nun von der himmlischen Schau zur eigentlichen Endgeschichte der Erde. Bilder der Unruhe und Schrecken, der Zerstörung und Auflösung wechseln mit Durchblicken zum Himmel. Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der gesamten Menschheitsgeschichte von Johannes bis hin zum jüngsten Tag des Gerichts. Die beschriebene Lösung der sieben Siegel deutet auf die Auflösung der irdischen Lebensmöglichkeiten hin. Zuerst aber kommen die apokalyptischen Reiter. Apokalypse Live, ein zeitgenössisches Werk, das mit neuen Stilelementen die sich selbst zerstörende Menschheit beschreibt. Die Leute denken immer, es geht um den Untergang oder um das Ende. Natürlich ist das Thema das Ende, aber wenn man sieht, was es für ein Text ist, ist es ja quasi einer der ältesten Texte, den wir überhaupt haben von der ganzen Kunst- und Kulturgeschichte. Und dieser Text steht ja quasi auch ganz am Anfang des Abendlandes überhaupt. So dass irgendwie natürlich die Beschäftigung mit dem Ende, das ist irgendwie so ein Aphrodisiakum, was die ganze Zeit die Kunst irgendwie begleitet hat oder sie vielleicht überhaupt erst möglich gemacht hat. Schwarz wie ein hehrner Sack und der Mond war wie Blut und die Sterne fielen auf die Erde. Wie kann dieser Text, der 2000 Jahre die Kulturgeschichte begleitet, wie ist der schon mal verarbeitet worden? Und wie kann man den irgendwie heute in einen neuen Zusammenhang bringen, wo all diese Kultur, die sich um diese Weltuntergangsfantasie herum angelagert hat, dass man die nochmal zusammenbringt? Die Idee von mir, von Einheit und Ulrike Hage war irgendwie, das Unterschiedlichste zusammenzubringen, aber wirklich zu einem Abend, der irgendwie um diesen einen Text irgendwie versammelt ist und wo man einfach die Kulturgeschichte jetzt auch erstmal plündert, in dem Sinne, dass man irgendwie all das, was irgendwie um diesen Text herum geschah, nimmt und irgendwie wir verwenden es und machen etwas Neues draus, aber etwas, was auf der Höhe der Zeit ist und was ja irgendwie heute sich kaum einer mehr wagt, also weder in der Musik, ist irgendwie diese großen Geschichten zu erzählen. Religionen gehören zu den großen Kulturleistungen der Menschheit. Sie wert zu achten, auf sie anzuspielen, ist auch demjenigen möglich, der selbst nicht religiös ist. Hans-Werner Henze hat mit seinem Requiem ein musikalisches Poem über Leid, aber auch Liebe und Hoffnung komponiert, indem er die Bilderwelt der katholischen Totenmesse zum Ausgangspunkt nahm. Das klanglich exzessive Werk eröffnete vor ausverkauftem Hause das diesjährige Zeitflussfestival. Das Requiem ist natürlich wieder Konsequenz aus vorhergegangenen künstlerischen und auch anderen Erfahrungen, zum Beispiel leider eben auch der Erfahrung mit den vielen Todesfällen in meinem Freundeskreis. Und ich schrieb für diesen Anlass Introitus Requiem, denn mir war die Idee gekommen, dass ich nicht nur ein Stück schreiben möchte, sondern ein ganzes Requiem-artiges Stück Instrumentalkonzerte. Es kommen ja keine Singstimmen vor in diesem Requiem, es ist nur für Instrumente. Und versuche mit rein musikalischen Mitteln darzustellen, wie ein Dies Irae unserer Zeit aussieht. Es ist also nicht das jüngste Gericht, das jüngste Gericht eines jeden
Menschen, jeder hat einmal in seinem Leben einen Dies Irae, den schlimmsten Tag seines Lebens, wo alles zusammenbricht. Dann gibt es ein Rex Tremendae. Das ist auch einer von den schlimmen. Es gibt ein paar ganz schlimme Stücke, gewaltsame Stücke, wo eben auch von Gewalt die Rede ist. Und bei diesem Rex, da habe ich mir nicht etwas Biblisches vorgestellt, sondern Nazis, die den ganzen europäischen Kontinent besetzt haben, zu größten Teilen zerstört, überall Vernichtung und Schmerz und Katastrophe hervorgerufen haben. Und ein Zanklus gibt es auch, einen Schluss, der so etwas Hymnisches bekommt. Die Heiligkeit der Menschenwürde und die Schönheit der Lebewesen, zu denen wir auch gehören. Wir müssen arbeiten an der Sublimierung der Menschen. Wir müssen sie empfindlich machen. Ich möchte den Leuten, meinem Publikum, Emotionen vermitteln, Gefühle, meine, mit denen sie was anfangen können, die sie verstehen können und auf die sie reagieren können. Aber die Hauptaufgabe, die künstlerische Hauptaufgabe ist eigentlich die Kreation von diesen Formen. Im Falle dieses Requiems von neuen Ausdrucksweisen und neuen Arten und Weisen, Szenen aus dem Leben und dem Sterben der Menschen zu beschreiben. Das Zeitflussfestival hat bereits in diesem Sommer gezeigt, welch unentbehrliche Rolle es in einem vielschichtigen Festspielprogramm einnimmt. Man darf gespannt sein auf das Jahr 97.